jetzt. Oh, ich bin Nein. Zombie. Ja, aber ich habe direkt durch dir jetzt so ein Dings bekommen, dass er auf jeden Fall mal ein Leben. Patient Nummer 0. Hallo Mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Zombies. Mit dabei haben wir heute den Flexo Drexo und den Quasi. Hallo! Hallo! Und ja, hallo. Genau. Beziehungsweise zur ersten Folge Zombies, denn der Spielmodus wurde vor 1,5 Stunden released. Das Ganze war jetzt alles noch verbuggt und so weiter und jetzt können wir es endlich spielen. Die letzte Runde war jetzt auch verbuggt, die wir aufnehmen wollten, aber naja. Genau, also das Spielprinzip. Es gibt Menschen und Zombies. Die Menschen müssen versuchen, alle Zombies zu töten und wenn man einen Zombie tötet, droppt vom Zombie so ein Kopf, den muss man in einen Kessel werfen. Wenn man 50 Zombie-Köpfe in einen Kessel geworfen hat, dann hat man quasi das Spiel gewonnen, weil dann haben wir das Heilmittel sozusagen erforscht. Aber das Problem ist, die Zombies sind auch ganz schön stark und wenn ein Zombie einen normalen Menschen tötet, wird der Mensch ein Zombie. Und somit müssen wir eben versuchen zu überleben. Die Kessel werden bewacht durch diese Villager hier. Die Villager gehören zu uns. Und wenn die Zombies zum Beispiel diese Villager hier töten, diese 10 Stück, dann haben wir auch verloren. Das heißt, eigentlich müssen wir alle Villager beschützen. Oh, oh, oh. Was war das denn jetzt? Oh, ich bin Nein. Zombie. Ja, aber ich habe direkt durch dir jetzt so ein Dings bekommen, dass er auf jeden Fall mal ein Patient Nummer 0 euch bekommen. Okay, also wie ihr seht, 4 Spieler wurden infiziert, darunter auch Flexo Drexo. Und, ja, so. Ein Skull haben wir schon, den habe ich von Flexo abgeliefert, Leute. Ohne Witz, ich bin gerade mehr als stolz auf mich. Und ich hoffe einfach mal, dass wir so weit kommen wie möglich. Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass wir es schaffen können, weil, es ist, ja gut, man kann es schaffen, ja. Aber es ist schon echt heftig schwer. Ja. Und noch ein Skull. Zack, jetzt haben wir schon 3 Stück. Wir brauchen also 50, bis wir gewonnen haben. Und ja. So, wie viele? 1, 2, 3, 4. Es sind wirklich nur bisher 4 Zombies. Als ob Flexo direkt auf mich geht. Als ob Flexo du direkt auf Quasi gehst. Typisch. Ja, Flexo kommt nachher, wenn du Stress haben möchtest. So, aber bisher ist noch kein Mensch infiziert worden. Also die Zombies, die haben's drauf. Ja, 2 sind irgendwie anwesend von den Zombies und 2 okay. sind AFK. Läuft auf jeden Fall. Die haben es geschafft, in die Runde zu gehen und jetzt sind die Zombies, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Jetzt bleiben sie einfach AFK stehen. Oh, okay. Der ist gestorben. Da ist deine Catchy. Ja, gut. Ich hoffe mal, dass jetzt gleich mehr Action hier passiert. Ah, aber wir haben schon 8 Skull. Warum hast du keine Rüstung? Ja, hab ich doch. Ja, das ist nur wahrscheinlich so ein Bug, weil ich genickt bin. Hier diese Crystal. Oh ja, Crystal. Oh ja. Das ist doch die nackte, oder? Die hat doch keinen Skin. Ja. Ja. So, Leute, ihr könnt es wirklich schaffen. Ja. Wir werden gerade im Spawn festgehalten. Ja, das ist richtig nice. Wir könnten es jetzt schaffen, Leute. Einfach nur, weil wir die ganze Zeit gerade Skulls sammeln und die Zombies eigentlich so gut wie gar keine Chance haben zu entkommen vom Spawn. Oh, nice. Hab schon wieder einen Skull. Bleib stehen. Du Zombie. Oh, nice. Hab schon 2. Oh mein Gott, Leute. Wenn wir das jetzt schaffen. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht die sportlichste Aktion. That's amazing. Ne? Flexo. I can see you. Ich werde gespawntrapped. Okay. Okay, Leute. Das ist echt ein bisschen... Quasi. Lass die Zombies doch hier jetzt ein bisschen... Weißt du, das ist so, ich sag, lasst los, aber ich schlag selber drauf. Das ist wieder typisch. Und wenn die Zombies halt am Anfang auch nichts machen, dann braucht man sich auch nicht erwarten, dass hier irgendjemand mal infiziert wird. Oh mein Gott, ich bin fast tot, Leute. Oh, oh, ein Villager. Okay, Leute, jetzt geht's los. Ich hab 4 Köpfe in meinem Inventar. Jetzt gehe ich so schnell es geht zu einem Ding. So, okay. Zu einem Kessel und werde das jetzt erstmal hier aktivieren. So, 1, 2, 3, 4. Genau, wir haben jetzt 25 Köpfe. Das heißt, wir haben jetzt schon die Hälfte. Sollten wir jetzt nochmal 25 Köpfe sammeln, dann haben wir das ganze Spiel hier gewonnen. Also nur damit ihr mal seht, wie das Spiel an sich funktioniert. Okay, der ist zu weit weg. Okay, zack. Also quasi bist du jetzt noch ein Zombie oder? Ich bin ein Mensch. Ah, okay. Du bist ein Mensch. Das finde ich sehr, sehr geil, by the way. Oh, hier kommt ein Zombie.
Helena, bleib bitte stehen. Bitte, Helena. Bitte, ich liebe dich doch. Oh nein! Bitte, bleib stehen. So, was haben wir denn da hinten für einen Typen? Okay, also ein paar Zombies kommen schon aus, aber ich meine, es leben noch 9. Es sind bisher immer noch 4 Infizierte. Wir haben gewonnen! Oder? Nein, ich habe nur ein Achievement bekommen. Nein. Haben wir gewonnen? Ja. Doch. Ja. Lol. Okay, das war. Ich hatte irgendwie. Das war ja, ziemlich schnell. Ja, wir haben 50 Skulls gesammelt. Ja, ich würde sagen, ich hänge noch eine Runde hinten dran, weil ja, man hat jetzt noch nicht so genau gesehen, wie das Spiel eigentlich funktionieren sollte, weil da jetzt eigentlich die Zombies sehr, sehr spawn-getrappt wurden. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde und ich hoffe mal, ja, dass die Zombies jetzt nicht so spawn-getrappt werden und dass das Ganze jetzt auch so funktioniert, wie es sein sollte. Wenn wir jetzt mal verlieren und quasi aus der Sicht der Zombies gewinnen, wäre das natürlich auch ziemlich cool, weil dann hättet ihr ja schon mal beides gesehen. Vor allem die Zombies können sich hochleveln. Pro Kill, wo sie machen, bekommen sie, glaube ich, ein Level, oder? Oder pro 2 Kills? Ja, ja. Ich weiß es gar nicht. Pro 1 Kill, glaube ich. Und dann kann man auch irgendwann auf dem Pferd reiten. Oh, okay. Wurde irgendjemand von euch beide infiziert? Nee, ich nicht. Okay, nice. Ich heiße SorryAngel963. Hä? Okay. Was sind denn da die Zombies? Wo ist denn da der Spawn? Ich sehe die gerade nicht. Auf der Suche nach den Zombies. Ich suche nun. Ach, hier ist ein Villager. Früher hätte ich das niemals spielen können. Früher hatte ich immer total Angst bei sowas. Echt? Ja. Ich hatte früher total Angst vor Zombies. Und deswegen auch immer, wo ich mit Minecraft angefangen habe, habe ich mich in Survival irgendwo eingebaut, die ganze Nacht. Und habe einfach den Ton ausgemacht, weil ich so Angst hatte. Also. Ja, aber ich spiele das ja auch schon lange. Oh, da ist auch schon ein Zombie. Und er rennt weg. Das ist natürlich das, was ein Zombie tun sollte. Bei einer Apokalypse. Wegrennen. Und. Oh ja. Ja, haben wir ihn getroffen? Nein, haben wir nicht. So, okay, da hinten spawnen die, glaube ich. Hä, wo spawnen die denn? 5 Leute sind infiziert. Was ist denn mit den Zombies los? Lauter AFK-Spieler werden Zombies. Das ist natürlich nicht so toll. Okay, hab wieder einen. Oh, oh, da ist noch ein Zombie. Ich töte ihn. Okay, nice. Hab wieder 2 Skulls. So, zack, zack. 11 Stück. Oh, was ist das? Spinne. Ich habe Spinne. Jetzt geil. Ja, die droppen manchmal auch so Schnelligkeitstränke, die Zombies. Oder Heiltränke oder Spinnnetze. Und auch solche Powder of Life. Dann bekommt man so ein bisschen Powder. Sehr, sehr geil. Okay. Zombies. Gebt mal Gummi. Jetzt kommt so, halt die Fresse. Aber ich meine, ich weiß nicht, es ist immer der Wurm drin in der Aufnahme. Zack, den haben wir. Weißt du, ob er... Greif ihn doch an. Oh, oh, den haben wir auch. So. Okay. Dann packe ich hier mal die 2 Skulls rein. Jetzt haben wir jetzt schon wieder die Hälfte der Skulls. Und die Leute, die Zombies hier, kümmern sich einfach um nichts. Okay, Moment. Ich finde gar keine Zombies mehr. Also bei mir hier sind zwar welche, aber die tun, also die sind einfach richtig, wie soll ich sagen, die kämpfen nicht mal ordentlich. Oh, gleich bin ich tot von einem Zombie. Oh mein Gott. Erstmal schön sagen, die Zombies tun nichts und dann fast verrecken. Das ist mal wieder typisch. So. Okay, zack. 26. Ja, wenn das so weitergeht, dann werden wir die Runde wieder easy locker gewinnen. Oh ja. Das hoffe ich aber natürlich nicht. Oh, oh. Ich hoffe, der wird jetzt infiziert. Ich helfe ihm jetzt mal nicht. Oh doch, ich habe ihm jetzt einfach geholfen. Oh, ich habe Trank der Heilung. Ja. Das ist extrem nice. Als ob der Zombie wegrennt. Komm doch her. Es macht doch nichts, wenn du stirbst. Ich verzeih dir das doch. Oh, 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 jetzt sterb ich, jetzt sterb ich. Oh, oh. Oh, oh, jetzt muss ich weg als hier. Als ob da 3 sind. Oh mein Gott. Hier sind so viele Players. Oh, ich hab Schnelligkeit bekommen, nice. Okay. Okay, ich hab 3 Köpfe. Ich gehe jetzt ganz schnell hier zum Ding. Es sind auch immer 5 Leute infiziert. Also wenn mal ein bisschen mehr wären, wäre es geil. Weil an sich wären wir jetzt schon wieder 42 Skulls, sonst gewinnen wir jetzt wieder.
Ja, wir gewinnen auch, keine Chance. Wahrscheinlich denken sich jetzt alle Leute so, hä, der will nicht gewinnen. Doch, doch, das möchte ich schon, aber es ist halt ein bisschen, ich sag mal so, langweilig, wenn man nur so easy gewinnt, ne? Also wenn man fast nichts tun muss dafür. So. 45 Skulls haben wir jetzt. Wenn noch ein paar abgegeben werden, dann würde ich gerne den letzten, den 50er Skull, reinmachen und dann geht's los. 46. Oh, und zack, den letzten. Es ist voll Pracht. Jetzt habe ich ein Achievement bekommen. Gib den letzten fehlenden Skull ab. GG. Nice. Und schon wieder gewonnen. War zwar wieder so eine Low-Runde eigentlich. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge irgendwann mal. Schaut auf jeden Fall mal bei Quasi und Flexo vorbei. Quasi hat, glaube ich, gar keinen YouTube-Kanal. Aber nee. Flexo hat einen. Aber dafür verlinke ich euch Quasis Twitter. Dann könnt ihr ihm followen und ihm einfach mal Nacktbilder zusenden. Da freut er sich immer drüber. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, das war's. Haut rein, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut und ciao.